Und 4-2 ist ein Underground-Level. Und das machen wir mit Luigi. So, das Level hat ja an sich auch ein Warp-Portal, normalerweise in Welt 5, 6, nee, warte mal, 6, 7 und 8, glaube ich. Wie ist denn das dann hier aufgebaut? Also das Warp-Portal habe ich mir jetzt eh kaputt gemacht. Ich glaube, das will ich auch gar nicht. Hier ging es rein? Nein. Wo ging es nochmal rein? Ist hier überhaupt? Doch, hier ging's. Geht's tatsächlich irgendwo hin. Hier gibt es natürlich auch viele verschiedene Routen, die man gehen könnte, ne? Also, schwierige Angelegenheit. Ich würde ganz gerne da rein, nur um zu gucken, ob ich hier fündig werde. Muss leider jetzt alles mal ausprobiert werden. Okay, wahrscheinlich nicht. Das Yoshi-Ei ist relativ am Ende vom Level. Oh, fuck. Okay, nochmal. Ich glaube auch nicht mal, dass das die zweite Münze sein wird. Nö, es ist sogar die vierte, also komplett reingepackt. Ne? So, die Münze, die Yoshi-Dings wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Okay, gar nicht mal allzu schwer versteckt. Dann ist da unten die fünfte Münze. Dennoch frage ich mich, was passiert, wenn ich hier lang gehe. Für, ja, also wenn ich Punkte will zum Beispiel, könnte ich, glaube ich, hier noch lang gehen. Und mir hier noch ein paar Sachen holen gehen. Man muss auch ein bisschen vorsichtig dabei sein. Oh, das ist gut so. Ah, das ist fies. Also hier gibt es einen One-Up, aber den kriege ich gar nicht. Warum auch immer. Ah, okay, wäre ich jetzt noch gestorben, ist halt dumm gewesen. Ja, also es gibt viele verschiedene Wege und Routen, die ich gehen könnte. Für die Punkte. Die Münzen, ich habe zwei Stück gleich verpasst. Das ist natürlich scheiße. Oh, ich hab die. Ich hab's. Sogar gerade noch so. Also ich habe nicht mal... Die Sache ist, diesmal habe ich nicht mal versucht, die Punkte zu kriegen. Ich wollte ja schon mal erforschen, was ich alles machen könnte, um Punkte zu kriegen. Nö, aber dann hat es sogar gerade noch so gereicht. Freut mich, dann habe ich das schon mal hinter mir. Muss jetzt nur noch das Geld einsammeln hier. Die fünf roten. Und die waren hier irgendwo versteckt. Zumindest 1, 4 und 5 wissen wir, wo die sind. 2 und 3 bleiben ein Geheimnis. Vielleicht hier doch hier oben, aber irgendwie halte ich das für unwahrscheinlich. Oder vielleicht hier? Moment. Töten den, so ganz vorsichtig. Tatsächlich. Okay, das eine. Komm raus. Ich kann mir jetzt Zeit lassen eigentlich. Dann ist bestimmt hier noch eine irgendwo, ne? Okay, nicht hier. Tatsache. Okay, gut. Sehr schön. Und dann hier. Ich habe gerade kurz gedacht, wir wären schon am Ziel irgendwie. Ich hätte es irgendwie vercheckt gerade. Yeah, boy. Nice. Cool. Ich bin der Beste. Manchmal. Manchmal auch überhaupt nicht. Bla 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 bla. Schön. Okay, dann 4-3. Und 4-3 sieht so aus. Also, es hat Pilze als Plattform. Ist das... Oh, hoppala. Okay, es ist keine gute Idee, auf das Bild da zu gucken, da rechts. Während ich versuche, hier zu spielen. Beides... Könnte mich umbringen. Was? Wie soll ich mir die denn holen? Okay, so geht das. Aber schon nicht ohne. Dann die hier.
Oh. Oh! Scheiße. Tja. Boah, ja, super, Mr. Cooper. Der ist ja perfekt platziert, nur um mich zu zerstören. Also heißt das jetzt im Klartext, ich krieg die jetzt nicht? Ohne vorher noch kurz zu warten oder so. Doch, nein, wie? Jetzt waren mir sogar beide da im Weg. Also ich hätte auch nicht mehr über ihn rüberspringen können. Aber ich kann ja auch nicht die Kamera weiter nach rechts scrollen, also. Okay, jetzt. Wahrscheinlich. Nein, dann hat es jetzt so nicht gereicht. Ah, oh, ist das frustrierend gerade. Okay, jetzt kann ich gar nichts mehr auf einmal. So viel zum Thema. Ich bin der Beste. Ich bin der Bessere, eine Scheiße zu sein vielleicht. Aber das war's dann auch. So, hier. Warten, bis sie im Bild sind. So, die muss ich irgendwie holen, aber darf gleichzeitig auch nicht das hier kaputt machen. Weil ich da noch rauf muss. Einmal. Und dann geht's hier lang. Okay, gut. Ich versuche jetzt ein bisschen vorsichtig hier zu sein. Da ist eine. Okay, gut. War auch die vierte. Wunderbar. Das ist... Oh, na... Ja, toll. Woher hätte ich das wieder vorher wissen müssen können? Ich hätte hier springen müssen. Übrigens ist hier auch irgendwo die Yoshi-Münze. Mit Yoshi-Münze mache ich die Yoshi... Das Yoshi-Ei selbst. Okay, das ist hier schon mal. Okay, ich kriege eine zweite Chance, aber ich habe nicht genug Anlauf von hier. So traurig, ne? Ich fasse es einfach nicht. Wir landen direkt in einer Schlucht. Naja. Oh, das Level ist der Horror. Ich sag's euch. Also das Level ist furchtbar. Einfach, weil es so gemein designt ist. Also die müssen wirklich im Bild sein, sonst ist das ein sicherer Verlust hier. Ich habe jetzt... Okay, eh verkackt. Ich habe auch den Pilz nicht gesammelt, aber... Wollte ich sagen, aber... So oder so verkackt. Jetzt hätte der mich noch fast erwischt. Stimmt, den Pilz hier will ich noch haben. Die dritte Münze, war die nicht hier unten noch? Stimmt, hätte ich jetzt fast vergessen. Wäre ärgerlich geworden. So, und die vierte dann nicht hier unten, sondern da. Auch nicht unten, sondern die dritte unten, genau. Zack. Ah! Okay, nochmal. Weil ich ein Stück zu früh losgesprungen bin. Boah, ist das ein Scheiß. Und wir haben nicht mal eine dieser drei komischen, lustigen Challenges hier geschafft. Ja, jetzt habe ich das Ding zu hoch gesetzt. Jetzt, ja. Also wirklich, jeder Millimeter an Fehler macht das Level kaputt. Ach, ich bin noch nicht tot. Okay, gut. Aber jetzt gleich, weil... Nö, doch nicht. Er ist nicht auf die Plattform rauf. Auch ein Fehler. Oh Gott, ey. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Oh, oh, oh Mann. Ey, wir finden immer wieder neue Wege zu sterben. Das ist unglaublich. Also unfreiwillig auf dem Cooper landen und dann in den anderen rein. Gut, das hatten wir schon bereits. Nämlich am allerersten Gegner zu krepieren. Was ich noch nicht hatte, ist durch das erste Loch durchzufallen. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Auch eine neue Art, bis jetzt zu sterben. Also, ist alles drin. Es sind ganz viele Möglichkeiten und ich muss sie alle rausfinden. Ich muss alle einmal gemacht haben. Ja, gut. Ich will eigentlich den Pilz haben. Thank you.
Ach, hier ist ja gar kein Boden unter mir. Oh, Mann. Ey, dieses verdammte Game Boy Color Spiel. Wieso haben die... Wäre das ein Game Boy Advance Remake gewesen, wäre es perfekt gewesen. Weil dann wäre der Bildschirm wenigstens breit und groß genug gewesen. Aber das Game Boy Color Ding, das ärgert einen echt rum manchmal. Weil ich jetzt dachte, ich hätte einen Boden unter mir. Was aber gar nicht der Fall ist. Okay, vielleicht... Okay, die habe ich jetzt. Und die fünfte war, indem ich da hochspringe, ne? Dann, na, soweit schaffe ich es nicht zurück, um die Münze doch, die Yoshi-Dings zu holen noch. Müssen wir separat nochmal machen. Aber wir müssen jetzt uns sowieso auf das mit der Zeit fixieren. Dann mache ich das und das Yoshi-Ding auf einmal, glaube ich. Ich habe 23.900, ne? Fantastisch. Oh, scheiß jemand an. Okay. Hätte gut klappen können. Aber nö, 100 Punkte fehlen mir einfach mal. Okay, ich werde versuchen, die hier zu zerstören. Ja, mach mal. Zack. Boah, jetzt wäre ich fast dazwischen gelandet. Das wäre echt traurig geworden. So, und hier, das war... War das hier? Genau. Ah, geht doch nicht so weit runter! 2000, es hätten 5000 sein können. Und ich habe nur 2000. Nicht gut. Wirklich nicht. Okay, danke dafür noch. Das gibt noch mal ein bisschen extra Punkte. Oder wie viel habe ich jetzt? 25. Ach so, nö, dann hat es ja trotzdem gerecht. Okay, nice. Okay, nice. Gut, Freunde, nach so einem Level brauche ich erstmal ein Päuschen, würde ich sagen. Und nachdem ich wieder mich rehabilitiert habe, machen wir halt ein 4-4 hier weiter. Was übrigens... Oh nein, jetzt ist das schon wieder passiert. Okay, Moment. Ich kümmere mich nach der Aufnahme drum. Was übrigens so aussieht. Das ist 4-4. Ein Labyrinth-Level. Und ja, gut. Da wird irgendwo dieses Yoshi-Ding versteckt sein. Und auch der andere Kram. Und darauf freue ich mich schon. Und ich werde Mario spielen. Das habe ich jetzt schon mal festgelegt. Okay, dann bis zum nächsten Part.